Ja, moin Leute, Bibas auf Trocken am Start, meine Freunde. Und willkommen zu einem weiteren Overwatch. Wir hatten ja das letzte Mal 50.000 Likes easy going geknackt und ich habe mir gedacht, bei 77.888 Likes unboxe ich meine Jeezys aus der roten Box, was ich jetzt schon 10.000 Mal angekündigt habe, aber niemals machen werde, einfach nur um die Likes zu triggern. Like geil ist mein Lifestyle, Brustrücken umfangen, Hauptschulabschluss. Shut the fuck up! Motherfucker. Jo, auf jeden Fall, was geht ab, meine Freunde? Biber hier am Start mit einem neuen bzw. altem Overwatch. Das habe ich nämlich vor 2 Wochen im Livestream gehabt und ich habe, und der Chat war sich auch da zu 100% sicher, das muss definitiv auf YouTube, denn hier ist eine Aktion passiert, die ich im Livestream übelst gefeiert habe, aber dann im Nachhinein, wo ich mir diese Aufnahme angeguckt habe, gemerkt habe, jetzt weiß ich, was passiert ist, ja? Ist nämlich übelst crazy gewesen. Im Livestream keiner hat's gecheckt, der Chat ist komplett eskaliert. Deswegen habt ihr auch im Moment gerade keinen Sound, weil ich das ja gerade nochmal ein bisschen nachvertone. Beziehungsweise jetzt fädelt der Sound ein. Und jetzt hört er auch ein bisschen was. Und ab und zu mal meine Voice, hier habe ich aber nicht so viel geredet. Und das war schon ziemlich interessant. Aber ihr seht schon am Anfang, der Typ spielt normal. Und achtet, also rafft noch nicht mal, dass da irgendwie Gegner kommen oder so. Deswegen Wallhack, beziehungsweise ESP, jetzt am Anfang erstmal ausgeschlossen. Oh, jetzt hört man mich auch hier gerade. Voiceception. So, da ist schon mal der erste Teamkill von seinem Kollegen. Aber das hat ja nichts an sich mit ihm zu tun. Das ist okay. Und ja, wie gesagt, er hat normales Aim. Er guckt da jetzt nicht übelst krass durch die Walls. Beziehungsweise hier die HE, da könnte man sich drüber streiten, weil er sie direkt aufwirft und da schon durch die Kiste guckt. Aber das ist noch relativ normal. Aber jetzt achtet mal bitte darauf, was jetzt passiert. So, ich hab gedacht. So, ihr hört's gerade im Livestream. Ich hab's nicht gerafft, aber ihr könnt ja ein bisschen zurückspulen. Ihr seht es dann. Da kam sein Teammate von hinten, der auch schon vorher geteamkillt hat. Und ist dann einfach, ja, gekickt worden. Ja, und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß mit dem Overwatch. Enjoyed es. Das habe ich jetzt überhaupt nicht gerafft. Lol, was war das denn? Okay, das ist ein Fall für Akte X. Verstehe ich nicht, ey. Was wird der Typ gerade geneift? Sehr, sehr komisch, verstehe ich nicht. Aber ich bezweifle sehr stark, dass der Typ reinschiebt, weil der hat nie Full Focus, der aimt irgendwo hin. Das Aiming ist auch echt. Also, nee. Nee. Verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, es war, na gut, jetzt auch nicht. Oh. Oh, was? So, zeig mal, was du kannst mit der Scout. Ich frage mich auch, was er hier abaimt. Er guckt nur in die Smoke rein. Dass er wenigstens mal rausgeht und mal hier oben guckt, dass da nicht einer über Treppe pusht. Das ist halt auch geil. Ich glaube, der hat einen Aimer angemacht. Yo, Alufreak, dankeschön für den Resub. Sorry, dass ich jetzt erst vorlese. So, warte mal. Ja, der hat einen Aimer. Holy shit. Jungs, der hat einen Aimbot angemacht. War wahrscheinlich, wo er kurz AFK war. Das sieht man eigentlich übelst krass. Ja, naja. Gibt einen Applaus für den Dude. Er hat halt das volle Programm. Richtig schön krassen Aimer. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er auch jetzt mit ESP spielt, weil er wusste ja ganz genau, wo die kommen und so. Also, und dass er auch noch der Letzte kommt. Ja, also. Das volle Paket. Aber am Anfang war der Ulo. Ja, interessant. Also, da haben wir das schöne Paket. Boah, was? What the fuck? Junge, was ist das für ein... Habt ihr gesehen? Er hittet den und zückt auf seinen Head. Krass, Alter.
Oh, vielleicht spielt er auch einen Roboter-Bibon. Der zuckt halt mal auf den Kopf. Ja, ich glaub. Jo, Wackplatin, ich mache jetzt gleich den Stream aus. Also ich drück dem Typ noch kurz rein, dass er alles anhat und dann bin ich auf. Yo, Mr. Turok, Ron, vielen Dank. Agent Bieber und Spendi ermitteln Akte zuerst, yo. Jo, ey, aber, ey, sorry, eigentlich, normalerweise das Overwatch müsste safe auf YouTube kommen, finde ich krass. Bin gerade echt am überlegen, ob ich das jetzt nochmal... Vielleicht ich mir aufheben und nochmal neu vertonen für YouTube. Ey, ich finde das nämlich gerade mega geil. Also nicht, dass der halt cheatet, sondern wie behindert der eigentlich ist, der Dude. Und das mit dem Messer habe ich gefeiert. Wäre eigentlich echt zu schade jetzt für Stream Only. Guck dir das an, das ist total krass. Ich habe mich totgelacht, hätte beim Aufschießen hätte er noch einen mitgegeben. Das wäre echt... Ja gut. Hallo YouTube? Ja, ja, ich würde das nochmal neu vertonen. Ich würde halt sagen, ich habe das vorher schon mal im Stream geoverwatcht. Aber schon nicht schlecht, ey. Oder ich nehme einfach das hier, was ich jetzt gerade mache und lade das einfach auf YouTube. Wo ist das schon mal gemacht? Weil ich finde das eigentlich ziemlich geil gerade. Erst war der Typ Ulo, dann hat er noch schön angemacht und dann das mit dem Messer fand ich geil. Ja. Kommt der, also macht der wenigstens jetzt noch ein 360 oder das wär's? Und ich habe auch das Gefühl, da gibt's Unstimmigkeiten im Team. Also ich glaube, die mögen sich nicht so. Ja, kann man einfach mal mit dem Knife ein bisschen spectaten hier, was da abgeht. Ja gut. Also, M Assistance, Vision Assistance. Puh, hat er krass gebunnyhoppt oder irgend so ein Scheiß? Nee, ja. Griefing. Gut, da könnte man sich jetzt drüber streiten. Griefing, der war irgendwie... Der hat ja immer mit seinen Mates da, aber... Pff. Nee, also, naja, das ist schon so okay. Ja! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. 77.888 Likes. Ihr wisst Bescheid, dann gibt's jetzt dieses Unboxing aus meiner roten Box. Ja! Shut the fuck up! Okay. Willkommen auf der Endcard. Rotte bitte Starsback und Spiel Kultur. Motherfucker, ich bin ganz fresh. Wo siehst du den Overwatch? Ich zeig dir Overwatch. Check die Beschreibung. Dort ist die Playlist. Folge Nummer 1. Ja, da lernst du stetig. Also, stell keine dumme Fragen in den Kommentaren. Sonst bist du bald zu deiner Mutter fahren und die Bitch mit seinem Hammer nageln. Yeah, could I get a box? Wer das nicht geliked hat, hat einen kleinen Penis.